So, hier sind wir wieder. Gerade vom Essen zurückgekommen und schon geht es weiter. Tag 2, auf geht's. Wäre auch eine Frage, ob es vielleicht möglich ist, wenn man die Welt verlässt und dann nochmal zurückkommt, ob man da vielleicht tatsächlich Wildschweine und so ausweichen kann oder nicht. Müsste mal getestet werden. So, hier bekommen wir auch gleich nochmal Gold her. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wo bei mir die Lags herkommen, denn im Prinzip habe ich nichts, das Lags verursachen kann. Aber okay, nehmen wir das mal so hin. So, hier vielleicht noch ein bisschen Holz mitnehmen. Ich hoffe mal, das reicht für zwei Bäume, die Axt. Für zwei solche Bäume. Dann holen wir uns noch den großen hier. Das sollte uns auch drei Stück Holz rausgeben. Das heißt, wir haben insgesamt 9. Das ist nicht gerade viel. Aber vielleicht machen wir uns auch erstmal gleich eine Steinmauer. So. So, 3, 4, 5 und... So, keine Ahnung, was wir mit dem Nitrat machen können. Ich habe bis jetzt noch nie Nitrat gehabt, weil das eben erst neu durch den Patch zugekommen ist. Oder durch irgendeinen von den Patches. Und deshalb werden wir noch sehen, was man da vielleicht draus machen kann. Übrigens, eine Sache könnte ich loswerden. Und zwar, ich habe mal letzte oder vorletzte Woche eine Idee gefasst. Und zwar, wenn ich wieder insgesamt mehr Zeit habe. Dann plane ich ein paar Streams zu machen und dann kann es sein, dass vielleicht zwei, dreimal Streams die Woche kommen. Und wo ich dann zum Beispiel so mache, dass ich einen Stream, sag ich mal, entweder ein Viertel, die Hälfte oder vielleicht sogar ein ganzes Game auf einmal durchstreame. Das heißt, es werden dann vielleicht ab und zu Streams kommen, wo tatsächlich praktisch das Thema ein einzelnes Spiel ist und das dann fast durchgezockt wird. Tollbird Nest. Nest ist empty, ja. Das sehe ich so. Oh, verpiss dich. Ich sagte, verpiss dich. Okay, die Steine lassen wir wohl mal Steine sein. Steine haben wir 34. Das reicht nur leider nicht. Tja, auf geht's, mehr holen. Mich würde eben interessieren, spawnen hier Steine wieder oder sind die dann tatsächlich verloren für immer? Denn je nachdem sollten wir vielleicht auch mal weiter weggehen, um Steine zu farmen, denn wenn wir dann so plötzlich Steinknappheit haben und tatsächlich welche brauchen und hier ist weit und breit aber nichts, dann ist es wohl besser, wenn wir das in der nächsten Nähe haben, als irgendwo 10 Kilometer weiter. So. Ich hoffe mal, wir kommen dem Nest nicht wieder zu nahe. Stecksteine haben wir schon mal. Flint haben wir jetzt auch genügend. It wouldn't fit in my pocket. Ah.
Ich warne dich, Tallbird, ich warne dich. Wäre genial, wenn das Vieh jetzt tatsächlich schlafen würde. So. Mal die Golden Nuggets. Dann können wir uns auch gleich die zweite, die erweiterte Maschine kaufen. Oder bauen. Warum auch immer die aus Gold besteht, ich weiß es nicht. Vielleicht weil Gold bei uns dann momentan das einzige Metall ist. Und das Metall doch irgendwie so ein bisschen was mit Forschung zu tun hat. So. Vielleicht töten wir früher oder später mal tatsächlich auch diese Tallbirds. Aber vielleicht können wir auch was mit den Eiern anfangen, ich weiß es nicht. Dann wäre es nicht schlecht, wenn wir das Tallbird vielleicht lassen, aber das Ei klauen. So. Steine müssen wir dann erstmal genug haben. Wenn wir jetzt hier zu nahe kommen. Okay, jetzt ist es eben egal, das ist sehr gut. Korrigiere, es ist ihm nicht mehr egal. Shit, 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 shit. Verpiss dich. Die sind wenigstens leicht zu umgehen. Im Gegensatz zu den Wildschweinen. Okay, wo haben wir das Lager? Hier, gut. Feuer. 1, 2, 3, 4. So, und hier könnten wir uns dann doch eigentlich 2 Steine, 4 Bretter. Die Bretter fehlen uns noch, aber die Steine. 71, da geht doch was. So. Wir können uns nämlich Steinmauern ziehen und ich denke, das wäre äußerst hilfreich hier. Stonewall Alchemy Engine, okay. Und es regnet, na toll. So, ich werde dann hier so. Ein paar anpflanzen. Und vielleicht ziehen wir diesmal die Mauer gleich größer. Müssen wir dann vielleicht erstmal mit einer Mauer vorlieb nehmen. So. Angepflanzt ist erstmal alles. Holz brauchen wir jetzt noch. Wow. Böser Blitz. So, Roasted Berries. Samen haben wir noch. Hopp. So, damit uns die nicht schlecht werden. Was können wir damit machen? Not a Geologist, ja, leider. So. Werkzeuge. Bitte was? Wir haben keine Zweige mehr. Was ist das für ein Scheiß? Dann ist echt die Not am Manne. Biene? Ah, hallo Biene. Interessant. Tauch einfach so auf. So, wir brauchen dringend wieder Zweige. Dringend, dringend.
Wow, noch mehr Tollbirds. Piss dich. So. Will ich nämlich Folgendes machen. Wir holen uns erstmal eine Axt. Und dann als nächstes, wenn möglich, auch noch eine Schaufel. Dann holen wir uns diese ganzen Zweige ein bisschen näher ran. Und Steine haben wir momentan genügend. Deshalb würde ich auch gleich mal ausnutzen, dass wir eine Steinmauer bauen können. Weil dafür brauchen wir diese Alchemie-Engine. Alle hopp! So, können wir wieder Bäume pflanzen.